In der CDU wird derweil weiter über das Erbe der amtierenden Kanzlerin diskutiert. Ja, denn wenn die Wahlen in Bayern und Hessen richtig in die Hose gehen, könnte es vielleicht doch noch mal eng werden für Merkel. Ihre potenziellen Nachfolger bringen sich so langsam in Stellung. Und dazu gehört unter anderem auch Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Der hat gerade den Deutschlandtag der Jungen Union aber mal so richtig gerockt, Freunde, mit einer bemerkenswerten Rede. Ich bin bis um 2:30 in Berlin im Pavillon gewesen, ein paar Bierchen getrunken. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Blondine von hinten, Blondine von vorne Ruine. Abends um 22 Uhr noch ins NRW-Zelt und haben da Rosen nach Amsterdam miteinander gesungen. Ein paar Bierchen getrunken. Das ist Aufgabe von Politik. Absolut, absolut. Ja, wir haben die Rede mal auf das Wesentliche runtergedampft. Ne? Ja. Einer von vielen möglichen Nachfolgern. Merkel war übrigens auch bei der Jungen Union, bei diesem Deutschlandtag. Und alle Experten waren davon ausgegangen, dass der Kanzlerin da ein ganz eisiger Wind ins Gesicht weht. Aber es kam anders. Dietmar Wischmeier. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Du bist jung, etwas pummelig und mehrfach unbegabt. Möchtest aber trotzdem mit Leuten abhängen, die total crazy drauf sind. Wenn selbst die Pickligen von der Gospelgruppe dich nicht haben wollen, bleibt nur noch eins. Die Junge Union. Eine Art Lepra-Kolonie für junge Menschen, die die Welt nicht verändern wollen. Einmal im Jahr treffen sich die Hosenscheißer auf ihrem Deutschlandtag und spielen Revolution. Hui, die trauen sich was. Was die der Kanzlerin einfach ins Gesicht schleudern. So, es klang ja eben gerade schon an. Es ist Tradition, dass auch kritische Fragen hier gestellt werden. Und die erste Frage stellt Christian Poltrock aus Schleswig-Holstein. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, hier erstmal vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind. Und auch für das, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Für unser Land, aber auch für die gesamte Welt. Sehr gut. Bei spontanem Brechreiz hilft nur ein schneller Schluck Wasser. Vorher große Fressen wegen Flüchtlinge reinlassen und so, aber kaum erscheint die Leitkuh auf der Lichtung, wird hemmungslos geschleimt. Später haben sie ihr sogar noch ein Geschenk überreicht, das wirklich jede Frau glücklich macht. Socken. Man sieht richtig, wie sie denkt, wow, die schmeiß ich nachher weg. Eine einzige kritische Frage gab's. Dafür hat Mutti den Nachwuchspfeifen umgekehrt ordentlich einen mitgegeben. Wegen zu wenig Mädchen im Vorstand. Und ich sag Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Sie wissen gar nicht, was ihnen entgeht. Ja, woher sollen die Jungs das auch wissen? Den Deutschlandtag der Jungen Union nennt man ja nicht umsonst den Bundeskongress der Ungebumsten. Merkel kann sich entspannen. In diesem Schafstall wird niemals ein Brutus heranwachsen. Und wer soll die Revolution auch anführen? Annegret Kramp-Kalaschnikow, die Ladehemmung von der Saar? Oder Jens Spahn? Da lacht ja sogar die Junge Union. Es gibt in unserem Land noch viele harte Nüsse, die wir politisch knacken müssen. Und als kleines Symbol und vielleicht für die echten kleinen Nüsse diesen handgemachten. Das ist der Punkt. Solange alle in der CDU kleinere Nüsse haben als Angela Merkel, kann ja nichts passieren. Tschüss. Ich lege mich wieder hin. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten.